Hallo, RAF-Nachfolger haben längst die Fridays for Future-Bewegung unterwandert und blockieren den Klimaschutz, blockieren in Deutschland den Kohlestopp 2026, der längst möglich wäre, und den 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan fürs Klima und so weiter. Alles wird blockiert. Und dieses Bild hier werde ich gleich dazu verwenden, noch einmal die Gefährlichkeit der sozialen Marktwirtschaft und des Kapitalismus zu verdeutlichen. Aber erst noch mal ein paar Bemerkungen dazu. Also, wenn bei Greenpeace ein hauptamtlicher Mitarbeiter sein Geld dafür bekommt, dass die Umweltverschmutzung in der Welt weitergeht, weil nur dann die Spendengelder fließen und nur dann sein Gehalt bezahlt werden kann. Also wenn der dann also quasi, so wie der Kohlearbeiter sozusagen Angst vorm Arbeitsplatzverlust hat, wenn es in Deutschland Umweltschutz gäbe, dann ist es selbstverständlich, dass der hauptamtliche Mitarbeiter bei Greenpeace die zweiten Scientists for Future 2 und deren Lösungsmodell, was uns einen beispiellosen Umweltschutz in Deutschland bringen würde, sozusagen ist ja klar, dass das der Greenpeace-Mitarbeiter blockieren muss, weil er ja einfach letztendlich genau weiß, wenn die Bevölkerung sieht, dass die zweiten Scientists for Future 2 die gesamte deutsche Wirtschaft dazu bringen, die Umwelt zu reparieren, zu reinigen, zu säubern, zu entgiften und so weiter, dann gibt es ja keinen Grund mehr für Greenpeace und dann würden die Leute ihre Spenden einstellen und dann würde er seinen Job verlieren und weiß vielleicht nicht, was er dann tun sollte oder ob er überhaupt woanders noch einen Job kriegt. Also von daher verstehe ich das und bei Fridays for Future ist irgendwie das Gleiche eingetreten. Fridays for Future kämpft mittlerweile mit allen Mitteln gegen Umweltschutz und gegen Klimaschutz und gegen Kohlestopp 26. Vielleicht sind es man weiß es nicht, wo da der Wahnsinn tobt, was da verrückt ist, keine Ahnung. Gibt ja schon viele Videos darüber, aber das will ich nicht nochmal alles aufrollen, sondern nur ganz kurz. Eine Möglichkeit ist auch, dass mittlerweile einfach die RAF-Nachfolger bei Fridays for Future längst das Sagen haben. Ich weiß, wenn man bei Facebook sozusagen in einzelnen Orga-Teams rumstöbert, dann findet man sozusagen wirklich Dinge, die einen an die RAF erinnern. Also die Rote Armee-Fraktion, die also viele Leute umgebracht hat und die dann selber erschossen wurden oder in lebenslange Haft gekommen sind, sozusagen diese Wahnsinnigen, diese Rote Armee-Fraktionsleute, die fingen genauso an wie die Fridays for Future, die jetzt von Wut sprechen und davon, von zivilem Ungehorsam, und meinen natürlich in Wirklichkeit strafbare Handlungen. Ja, und irgendwann werden sie sehen, ja, diese strafbaren Handlungen bringen die Leute auch nicht dazu, dass sie uns gehorchen. Denn es ist ja so, in der Demokratie, die Fridays for Future wollen ja quasi den anderen Menschen in der Demokratie das Recht absprechen, zum Beispiel die Klimafrage ganz anders zu sehen als sie selber. Und die Fridays for Future, diese RAF-Leute innerhalb von Fridays for Future, wollen ja den anderen Bürgern auch das Recht absprechen, dass sie eben die Sache auch anders sehen von der Strategie her. Und diese RAF-Leute innerhalb von Fridays for Future, die blockieren eben auch den Plan der zweiten Scientists for Future 2, denn der würde ja sozusagen alle versöhnen. Er würde allen entgegenkommen. Er würde Deutschland wirtschaftlich total stabil belassen, würde den Kohlearbeitern neue Arbeitsplätze bringen oder mindestens ganz großzügige Entschädigungen. Und alle wären zufrieden am Ende. Und wir hätten innerhalb von 7 Jahren den Kohlestopp 2026 sozusagen. Und hätten vielleicht alle Dächer Deutschlands mit Sonnenkollektoren bedeckt und so weiter.
und hätten alle Probleme gelöst, aber vielleicht gefällt das eben RAF-Nachfolgern nicht. Die wollen den Krawall, die wollen den Totschlag, die wollen den Mord, die wollen die Diktatur, die wollen selber die Diktatoren werden und so weiter. Ja? Und also man kann wirklich sagen, Fridays for Future, warum auch immer, wir können leider immer nur spekulieren, warum auch immer Fridays for Future so verrückt ist, aber man kann sagen, Fridays for Future und blockieren und verhindern den Klimaschutz und die Rettung der Welt und verhindern das alles, vielleicht weil die RAF-Nachfolger einfach nur auf Krawall gebürstet sind und gar nichts anderes im Kopf haben. Also Fridays for Future, liebe Orga-Teams, ihr müsst endlich die Kraft haben, diese RAF-Nachfolger rauszuschmeißen, endgültig rauszuschmeißen. Wer redet davon, Straftaten zu begehen und das beschönigt mit dem Wort ziviler Ungehorsam, Widerstandsrecht, Notwehrrecht? Ja? Im Prinzip bedeutet das, ihr wollt diese RAF-Nachfolger wollen den anderen Menschen vorschreiben, was sie zu denken haben, wie sie die Lage zu beurteilen haben. Übrigens steckt da auch was ganz Gefährliches bei euch drin, nämlich also eine ganz perverse und völlig verrückte Haltung zur Wissenschaft. Echte Wissenschaftler wissen, dass Wissenschaft auch Betrug sein kann und Täuschung sein kann und sozusagen etwas ganz Paradoxes. Wenn die sozusagen, ihr sagt, Greta Thunberg sagt, unite behind the science, listen to the science, meint aber nur die Wissenschaft, die ihr genehm ist. Wenn dann die besten Wissenschaftler der Erde, ich versuche gerade das nochmal aufzuschlagen, also hier, das sind die richtigen Wissenschaftler, also Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton, Gregor Mendel, Wallace, Darwin und eben jetzt die zweiten, die neuen Galileis, die zweiten Scientists for Future 2. Wenn die aber sagen, ja, wir müssen die soziale Marktwirtschaft beenden, wir müssen den Kapitalismus beenden, aber bitte schön sanft und friedlich und nicht mit RAF-Strategien, sondern friedlich und sanft und behutsam. Und wir müssen dadurch erzeugen wir 900 Milliarden innerhalb von 7 Jahren fürs Klima, schaffen den Kohlestopp 26 und so weiter. Dann will man plötzlich auf die Wissenschaft nicht hören. Also man sucht sich ein paar dahergelaufene 5% aller Wissenschaftler der Welt raus und sagt, nee, also bitteschön, jeder Bürger Deutschlands und der Welt muss gefälligst auf diese 5%, diesen versprengten Haufen, kleines Häufchen der Wissenschaftler, an die man glaubt, die sollen jetzt zum Diktator für die Welt werden. Also das ist ganz gefährlich. Eine Wissenschaftsdiktatur ist etwas, wovor man nur warnen kann. Wenn man nämlich die Geschichte der Wissenschaft anschaut, dann gab es innerhalb der Wissenschaft immer auch den größten Widerstand gegen Kopernikus, gegen Kepler. Also die Wissenschaftler sind die Gefährlichen, die in ihrem unwahren und mittelmäßigen Sein sozusagen und in ihrer Verliebtheit in Unwahrheiten oft meistens gegen die großen Wissenschaftler waren, gegen Newton, gegen Mendel, gegen Wallace, gegen Darwin. Darwin hat am meisten Angst nicht vor der Kirche gehabt, sondern vor den Wissenschaftlern der Oxford University, weil nämlich der normale Wissenschaftler meistens so dumm ist und so unfähig ist, dass er natürlich alle echten Wissenschaftler bekämpfen muss, weil er aus seiner eigenen Dummheit heraus es weder versteht, noch will er wahrhaben, dass jemand anderes so viel besser ist als er selber. Also da spielt der wissenschaftliche Neid der Unfähigen sozusagen eine große Rolle in der Wissenschaft. Also deswegen, Fridays for Future, wenn ihr sagt, unite behind the science, dann vereinigt euch hinter den richtigen Wissenschaftlern und die Nächsten in der Kette sind nun mal die zweiten Scientists for Future 2 und niemand sonst auf der Welt und
und schmeißt endlich diese RAF-Nachfolge raus, all die Blockierer, die bei euch sagen, ja, nee, wir machen das anders, wir machen jetzt Krawall und so weiter. Der Krawall führt direkt in die RAF. Ihr wiederholt im Moment genau den Blödsinn, den wir 1968 hatten. Nach 1968 hatten und damals mussten wir ihn haben, denn wir hatten noch nicht die zweiten Scientists for Future 2. Jetzt haben wir den Ausweg und haben die zweiten Scientists for Future 2 und die RAF-Nachfolger in euren Orga-Teams stellen sich natürlich wieder genauso blöd an, die wollen wieder genauso den Krawall wie 1968. Also verabschiedet euch davon, schmeißt diese RAF-Nachfolger endlich raus. Jeder, der von Straftaten redet als Mittel der Politik sozusagen, schmeißt den raus. Das ist ein, im Prinzip steckt in dem der Nachfolger der RAF. Die haben genau so angefangen, genau so haben die auch angefangen. So, und jetzt wollte ich, habe ich euch aber erstmal versprochen, dass ich eben hier drauf eingehe. Wenn man also bei den hier bei den zweiten Scientists for Future 2 nachliest, hier das naturwissenschaftliche, also ich bin hier auf der Startseite von, übrigens hier unten in der Infobox habt ihr immer jetzt neuerdings an der ersten Stelle den Link, der euch direkt zur Homepage führt, die dann direkt zu den zweiten Scientists for Future 2 führt, und hier auf der Startseite habt ihr gleich dann hier das naturwissenschaftliche Ergebnis zur Menschheitsfrage, die neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre, NVWL, warum das Gemeinwohl mit Füßen getreten wird, und dann diese naturwissenschaftliche Beweisführung, Ernährungssystem, Gesundheitssystem und so weiter. Und das werde ich jetzt anhand dieses Bildes mal verdeutlichen. Dieses Bild ist für andere Zwecke gedacht, aber so sind Naturwissenschaftler halt, dass sie sehr oft die Evolution so in solchen Schaubildern veranschaulichen. Und ich werde jetzt einfach mal dieses Schaubild auf die Situation der sozialen Marktwirtschaft und des Kapitalismus der letzten 400.000 Jahre beziehen, den Evolutionsprozess. Also nochmal ganz deutlich, sozusagen hier ganz kurz gesagt, die Gefährlichkeit der sozialen Marktwirtschaft an diesem Schaubild. Hier kommt, wir haben die Erfindung des Tausches, danach die Erfindung des Tauschhandels, und jetzt kommt ein Tauschhändler herangereist, kommt in die Gruppe. Und das ist vielleicht der tausendste Tauschhändler von allen, und der hat zufällig einen Märchenerzähler dabei. Und dieser Märchenerzähler erzählt hier, dieser hier, hier rechts, also hier links wäre ein anderer Händler. Und beide Händler haben sie in ihrem Gepäck Steinäxte dabei, Steinäxte, also potenzielle Waffen dabei, Werkzeuge, die auch als Waffen geeignet sind, ja. So, und der hier auf der rechten Seite, dieser Händler erzählt sein Märchenerzähler eine Geschichte, die er vielleicht so nach dem Motto stille Post, jemand hat was erzählt, er hat sich verhört, vielleicht sogar ein Sprachproblem oder ein Übersetzungsproblem, und er hat, was weiß ich, eine Geschichte, die handelt davon, dass eine Gruppe eine andere besucht hätte, und er hat irgendwie gehört, das falsch gehört, und im Sinne der stillen Post hat sein Gehirn daraus gemacht, eine Gruppe hat die andere überfallen und totgeschlagen, ja? Und jetzt erzählt er diese Geschichte, dieser Märchenerzähler. Dadurch verändert er die psychische Situation der Zuhörer, löst bei ihnen Angst aus, und die kaufen gewaltige Mengen von Steinäxten. Der andere Händler und Märchenerzähler sozusagen,
der erzählt die Geschichte richtig, nämlich, dass die sich besucht haben, dass sie sich umarmt haben, liebevoll miteinander, dass sie kooperativ sich Nahrungsmittel ausgeliehen haben und Verträge geschlossen haben und dass man geschmust hat und sehr liebevoll war. Also der eine erzählt die Geschichte wahrheitsgemäß und der andere erzählt die Geschichte unwahr oder irrtumsgemäß. Also man würde jetzt hier, man würde ein Männchen einzeichnen mit einem großen Kopf und in den Kopf würde man also I reinzeichnen für Irrtumsmem und hier W für Wahrheitsmem. Ja? Und jetzt passiert aber etwas ganz Merkwürdiges, nämlich dass das ist das Wesensmerkmal der sozialen Marktwirtschaft bzw. des Kapitalismus, nämlich dass der Märchenerzähler hier dadurch, dass er den Leuten Angst macht, führt zu einem größeren Verkaufserfolg für den Händler. Der verkauft mehr Steinäxte, wird reicher und kann in der nächsten Generation 2 Kinder ernähren, die beide zum Beispiel jetzt hier diese beiden Kinder in der nächsten Generation sozusagen kann er bekommen und ernähren. Ein Kind wird hier abtrünnig, ist quasi das schwarze Schaf der Familie und geht auf den Wahrheitstrip, also erkennt, nein, diesen Überfall gab es gar nicht und er erzählt in Zukunft wieder nur Geschichten von freundschaftlichen Besuchen zwischen den Gruppen, wie sie der Wahrheit entsprechen zu der damaligen Zeit. Ja? So, das ist das schwarze Schaf der Familie. Und hier der andere Händler, der hat von vornherein nicht diese Möglichkeit, der bekommt also nur ein Kind, weil er gar nicht so viel wirtschaftlichen Erfolg hat. Und dieses eine Kind hat auch eben, kann quasi nicht viel, auch immer nur ein Kind bekommen und so weiter, weil er eben die Wahrheit erzählt und dadurch keinen großen Tauschhandelserfolg hat, sozusagen. Die Leute ja also quasi nicht in Ängste versetzt und dadurch keinen größeren Verkaufserfolg hat. Und jetzt, wie geht die Geschichte aber von dem Irrtumserzähler weiter? Also der eine, das eine Kind, das also als Händler weiterhin solche Märchenerzähler mitnimmt, die also wieder diese Geschichte von dem angeblichen Überfall erzählt, der hat in der nächsten Generation 1, 2, 3 Kinder. Sagen wir, hat 2 Kinder und einen Schüler, der also das gleiche Irrtumsmeme im Kopf trägt, nämlich es gab einen angeblichen Überfall, den angeblich ersten Krieg sozusagen. Diese 3 sozusagen werden wieder wirtschaftlich erfolgreich und können wieder sozusagen Kinder ernähren. Zum Beispiel der hier hat dann wieder 2 Kinder, während all die Träger der Wahrheitsmeme sich mit einem Kind rumschlagen, weil sie nicht so viel Umsatz machen, ja, also schlecht genährte Händler sind sozusagen. Und hier aber diese 3 hier, so, auch der nur Schüler quasi ist sozusagen, der hat dann wieder 2 Kinder, vielleicht ist einer davon auch nur ein Schüler und dann hat einer davon auch wieder 2 Kinder, der eine hat nur ein, vielleicht ist das schwarze Schaf in der Familie, der wieder zur Wahrheit zurückfindet, hat wieder nur ein Kind, aber auf jeden Fall geht es hier weiter immer wieder mit mehreren Kindern und so auch hier wieder mehrere Kinder und hier mehrere Kinder, also sozusagen in den Rahmenbedingungen der sozialen Marktwirtschaft bzw. des Kapitalismus vermehren sich die Träger von Irrtümern und Unwahrheiten, vermehren sich gemeinsam mit ihren Unwahrheiten, breiten sich diese manipulativen Unwahrheiten, die unser aller Leben zerstören und uns alle in den Krieg zum Beispiel hineinhetzen. Das ist ja jetzt nur ein winziges Beispiel von all den Horroraspekten des Kapitalismus sozusagen oder der sozialen Marktwirtschaft. Aber so stellt sich das Bild, geht immer so weiter. Hier der Strang der Wahrheiten
Mit Wahrheiten lassen sich im Kapitalismus einfach keinerlei Geschäfte machen. Der Strang der Wahrheiten ist ein Rinnsal, das in die Zukunft läuft. Also von vor 400.000 Jahren bis heute ist das ein Rinnsal geblieben. Wir haben immer nur wenige Vertreter der Wahrheit. Und wir haben ganz viele Menschen, die ganz tief überzeugt sind, dass Krieg menschlich ist und dass es zur Natur der Menschen gehört. In den USA, ich war letztens entsetzt, wie sehr ganz normale USA-Bürger Kriegsfans sind und Gläubige an den Krieg. Und das haben eben all diese Händler erzeugt, ja, die ja natürlich ihre Waffen verkaufen wollen. Und der weltweite Waffenhandel hat eine Mentalität in den Menschen erzeugt, dass Gewalt immer wieder mal eine Lösung ist. Sogar die Grüne Partei in Deutschland ist ein Kriegstreiber geworden und so weiter. Also wir haben eine Vergiftung mit unwahren Memen, also mit unwahren Gedankensystemen, mit Irrtümern, die uns alle manipulieren in den nächsten Krieg hinein. Und der letzte Krieg ist ja erst ein paar Jahrzehnte her, ne? Also der Hitlerkrieg und der Jugoslawienkrieg und so weiter. Und Deutschland wird schon munter bald wieder an Kriegen teilnehmen und dann werden wieder Mütter ihre zerfetzten Kinder sozusagen betrauern müssen, ne? Und ja, das ist Kapitalismus, das ist soziale Marktwirtschaft. Also, wenn wir das 400.000 lange vollschreiben, dann haben wir hier einen riesigen Baum. Da oben haben wir dann also einen riesigen Baum von unwahren Gedankensystemen, Irrtümern, Manipulationen, Massenmanipulationen, die Massenpsychosen erzeugen und so weiter. Und dann haben wir hier ein armseliges Rinnsalchen der Wahrheit. Manche, das deutet das hier an, dass das hier so auf halbem Weg, das kann nämlich auch sein, dass dieser Strang der Wahrheit, viele Stränge der Wahrheit längst ausgestorben sind, wie die Dinosaurier, weil eben damit sich kein Geschäft machen lässt unter den Bedingungen der sozialen Marktwirtschaft. So dass dann also die Wahrheiten eventuell sogar ausgestorben sind und wenn sie überleben, dann sind sie nur noch ein Rinnsal sozusagen. Und die Unwahrheit, die Massenmanipulation, die Irrtümer sind das Denken der Massen und das ist soziale Marktwirtschaft. Ist das nicht teuflisch? Ist das nicht, das ist das, was Karl Marx überhaupt nicht gewusst hat, dass die soziale Marktwirtschaft also tausendmal gefährlicher ist, als er dachte. Denn wenn wir das aufs Ernährungssystem, das Gesundheitssystem, auf alle Systeme übertragen, dann leben wir in einer Welt der Gehirnwäsche, der Unwahrheiten, der Manipulationen, der Irrtümer, die uns alle psychisch verändern und die uns alle unfähig machen, glücklich und friedlich und gesund zu leben und unser aller Leben zerstören. Das ist soziale Marktwirtschaft und das ist Kapitalismus. Und das sagen eben die echten Wissenschaftler. Hier wo haben wir sie denn hier? Das sagen eben die neuen Galileis sozusagen. Also unite behind the science, listen to the science. Also abschließend. Liebe Vernünftige bei den Fridays for Future, schmeißt endlich die RAF-Nachfolger und die Blockierer und Verhinderer des Kohlestopps 2026 in Deutschland und der sanften Beendigung der sozialen Marktwirtschaft und des Kapitalismus sozusagen, schmeißt diese Blockierer raus, denn die blockieren alle das Erreichen all eurer Ziele. Und schmeißt also diese gewaltbereiten RAF-Nachfolger und straftatenbereiten RAF-Nachfolger und die sonstigen Blockierer und die Feinde der Wissenschaft raus. Hört auf damit zu selektieren, ja auf die einen Wissenschaftler, die 5% der Wissenschaft, auf die soll die ganze Welt hören und deren Diktat soll sich die ganze Welt unterwerfen. Aber auf die besten Wissenschaftler der Erde, da scheißen wir. Also da hört auf mit dieser Doppelstrategie, mit dieser Doppelmoral sozusagen.
sondern öffnet euch für das Gespräch mit den besten Wissenschaftlern der Erde und dann werden wir ganz schnell eine Lösung bekommen, die bis jetzt von den RAF-Nachfolgern innerhalb der Orga-Teams mit allen Kräften blockiert und verhindert wurde. Ja, vielen Dank. Tschüssi.